Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3. Ja, wir befinden uns im Anschluss der letzten Folge und müssen nur noch die Krone einsetzen, um dann den Skelettkönig böse zu verkloppen. Und warum ist das nicht auf... Ja, verstehe ich gerade nicht. Aber egal. So, unsere Ausrüstung ist vollkommen repariert. Wir schlagen uns immer noch durch und gehen jetzt zum Garten der Kathedrale und gehen hier einfach direkt wieder rein, um da hier in diese Tür die Krone einzusetzen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Projekt und ich hoffe, ihr unterstützt es immer noch schön. Ihr könnt diesem Video auch gerne ein Like da lassen und auch diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und mich damit unterstützt. Das würde mich sehr freuen. Ja. Mehr gibt es eigentlich von meiner Seite momentan nicht zu sagen, was meinen Kanal betrifft oder diese Videoreihe. Deswegen kloppen wir uns jetzt erstmal hier weiter durch. Ja, schön. Ein nacheinander. Boah, das wird eine Qual, den Skelettkönig zu töten, wenn ich so wenig Schaden mache. Warum mache ich nicht einmal, habe ich nicht irgendwelche Challenges, wo ich wirklich Schaden mache? Hä? Wäre doch witziger, oder nicht? Erstmal hier alles zerstören. Ja, was willst du denn? Du wirst weggeschlasert, Minion. Ja, leider immer noch keine guten Ausrüstungsgegenstände bekommen. Die sammeln sich auch eher langsam an. Vor allem die ganzen Legendären braucht man ja vor allem dem, um hier wirklich was zu erreichen. Ein Schreibpult, das gefällt mir wohl. Lag dann an Schriftrolle Teil 3. Hören wir gleich mal rein. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte wohl und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ja, ein paar wieder Elite-Gegner. Gehst mir auf den Nerv. Wie gesagt, macht leider wenig Schaden, weil ich keine Items habe. Und gleichzeitig muss ich noch mal ein bisschen aufpassen. So, was droppst du, mein Freundchen? Ja, nur was für mich. Eindeutig. Schade. Ja, ich habe leider nicht so viel Glück und kriegt die guten Items für mich. Nee, nee. Oh, da ist noch so ein Elite-Gegner, der kann auch was Gutes droppen. Das dauert zwar ewig, diese Leute immer zu töten, aber eigentlich lohnt sich's meistens. Nicht genug Zorn. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 auch. Ja. Wir sind alle tot von denen. Und hat sich's gelohnt? Ja, hat sich sogar. Hat sich ein bisschen gelohnt und das hilft ja schon. Kleinvieh macht nämlich auch Mist. Und umso mehr Schaden wir jetzt bekommen, umso schneller geht denn der Boss tot. Haha, ein Schatzgoblin. Na, wo bist du denn, mein Kleiner? Ah, der ist da in diesem Raum. Aber bevor ich da jetzt hingehe... Ich hoffe, der kann doch nicht despawnen. Gute Armschienen. Jetzt hör auf zu lachen, du Goblin.
Bang! Oh mein Gott! Ich wurde ja übelst geblockt. Dämliche Skelette, ey. Tot. Nice. So viel Zeug, was überhaupt nicht für uns ist. Ist auch immer schön, nicht zu bekommen. Aber immerhin habe ich von den einen Elite-Gegnern hier eine seltene Armschiene bekommen. Das hilft schon mal einiges, um uns stärker zu fühlen und zu machen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ja, Kathedrale Ebene 3. Ja, da gehen wir auch gleich mal rein. Tote Dorfbewohner überall. Was machen die eigentlich in der Kathedrale? Haltet eure Zauber aufrecht. Ave Magistros. Ave Registros. Ave Magie. Ich bin frei. Natürlich wird die Magie schwächer, wenn die Leute draufgehen. Zu meiner Mission. Ah, der Templer. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss dem Skelettkönig einige Fragen stellen. Ich ebenso. Ich war noch gemutet. Und der redet jetzt schon weiter. Manchmal kriege ich das nicht mit, dass ich gemutet bin. Ich habe eigentlich nichts gesagt, außer dass der. Ich kenne den Unterschied zwischen Elite-Gegner und. Also den goldenen und den blauen nicht. Heißen die beides Elite-Gegner oder nicht? Das ist so die Frage. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Nun gut. Doch eigentlich schon, und zwar, dass du useless bist. Aber ja, ich kenne halt den Unterschied zwischen den Namen und vom Namen her den Unterschied nicht zwischen den blauen und den goldenen Gegnern. Und dann habe ich mich nochmal gefreut, dass der goldene Gegner uns so einen schönen Gürtel gegeben hat. Ja, weil sowas hilft immer. Gut, es ist immer Schloss immer mehr als ein Weg. Ab durch die Tür. Ah, wie wären wir denn so weit? Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesem Zirkel entkommen? Verräterische Totenbeschwörer. Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Ja, aber das Ding ist, du dienst den nicht so lange, dass du das vielleicht mitkriegen würdest. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der Bösheit des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Wenn diese Schriften nicht der Schlüssel zur Wiederherstellung des Glaubens der Zakharum sind, dann gehören sie in der Tat euch. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Ja, by the way, das Season-Dings. Mögen die Schlachten nie aufhören. Nervt halt, Eine nützliche Fertigkeit. Sind halt ziemlich nervtönend.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also die Season normal, also das hättest du im Normalfall ja nicht. Also wenn du ganz normal spielen würdest, hättest du die Season im Hintergrundgeräuschen nicht. Die Prüfung des Sturms, also das ist ja wegen der Season, ist das ja nur so. Und das ist auch verdammt laut und ich kann das leider nicht leise stellen. Weil sich das Spiel denkt, warum? Und ich denke mir so, warum nicht? Und das Spiel denkt sich, ja moin, ist mir egal. Und ich denke mir so, scheiße. Schön. Alles klar. Verdammt schon Menschen. So. Kathedrale, da gehen wir erstmal schön weiter. Wir müssen uns auch nicht überall umgucken, so dringend brauchen wir das auch nicht. Das meiste habe ich ja eh schon erkundet in meinem ersten Let's Play, auch wenn da die Qualität nicht so gut war, finde ich, wie sie jetzt ist. Ich finde die jetzige Qualität viel besser als die damals. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Muss man einfach mal so sagen, finde ich. So, ran, Boy. Oh, verdammt. Interesting, das hatte ich auch noch nicht so erlebt. Ich benötige mehr Zorn. Oh, dann sind die alle tot. Das ist das erste Mal, dass so viele Gegner von denen aufgekreuzt sind bei mir. Skelettbogenschützen. Jetzt mal durch den ganz geheimen Hintergang. Der baut solche Gänge eigentlich. Die sind doch total unnütz. Aber was weiß ich schon, ne? Ich hab das Gefühl, ich bin hier komplett falsch. Ich hätte nach unten rennen müssen. Dann gehen wir mal weiter. Ja, das passiert auch manchmal, ne? Und dann kriegen wir noch eine Gratis-Tour mit. Mit schlechten Sachen, die wir nicht brauchen. Außer den Schuhen, die sind nice. Hier, frisst Kronleuchter. Dann rennen wir jetzt mal hier nach und danach hinten. Hier, Kronleuchter für euch. Ja, es gibt, glaube ich, einen Erfolg, dass man irgendwie 30 davon auf 30 Viecher, Skelette oder sonst was mit einem Kronleuchter tötet. Aber es ist ja unnütz. Brauchen wir ja gar nicht. Verschwendung einer guten Zeit. Ich bin auch nicht so der Achievement Hunter in diesem Spiel. Ah, Teil 4. Hören wir auch gleich mal rein. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Ey, das sieht hier so derbe aus nach irgend so einem Kopfgeld oder irgend so einer geilen Nebenmission, aber anscheinend nicht. Kann man noch mit dem gut reden? Ja, anscheinend nicht. Nicht genug Zorn. So, dammit, ey. Alles easy. Hallo, Level Skelette platt machen. Das geht ja nichts einfacher als das, ey. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Bang. Platt gemacht. So. Reißen wir nochmal die Wand ein, weil, ne, man muss ja auch die Heiligen und
uralte Ruine nochmal zerstören, indem man da selbst drauf knallt. Ah, nochmal den Liebgegner. Ernten die denn, ey? Außer ihren Tod. Waren wirklich die anderen Monster da noch drin? Das ist irgendwie widerlich. Ah, nice. Nochmal. Item. Komm. Ist zwar nicht wirklich. Ist zwar nicht so geil, aber immerhin gibt's irgendwas. Ja, natürlich wird das Licht in uns stärker. Könnte es nicht machen, wenn wir im Kampf sind, sagt wer. Ah, nice. Dann hätten wir noch göttliches Urteil. Kavallerie, das ist auch. Mann, ey, geh mir nicht auf die Nerven, du nervtötendes Viech. Ja, dann nehme ich lieber Kavallerie, das ist irgendwie witziger. Eisenhaut brauche ich auch noch nicht so. Dann Niederstrecken. Da ist das hier immer noch witziger. Und sonst gibt's ein. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinem Knochen und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Ja, interessant. Ja, ich muss mich eben ein bisschen länger muten, weil ich noch niesen musste. Aber wo zum Teufel geht's denn längs? Hier oben längs oder was? Als ob. Ja, hier oben geht's auch nicht längs. War klar. Schon eigentlich mir vorne rein, klar. Aber ich muss, man muss sicher gehen. Aber dann geht es wirklich hier in der Mitte weiter. Oder geht es hier unten weiter? Das wäre beides in beiden Fällen scheiße. Was kostet das eigentlich? Gar nichts, nice. Hat nur Abklingzeit. Das ist übelst nice. So. Boah, hier geht's weiter. Und ich sehe nichts mehr. Ist das gewollt? Ist das gewollt, Leute? Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug. Ah, liegt an der Season. Also, hier geht's dann weiter. Ah, dann. Ja, zerstören wir doch mal den Skelettkönig, nachdem wir erstmal nach Tristram wieder gereist sind. Neu Tristram. Und uns hier die schönen Tagebücher uns gegönnt haben. Ach, da ist das. Das gibt's nichts Neues. Schade. Da auch nicht. Seht ihr, das Problem ist, dass wir diesen Ort niemals neu Tristram. Erscheint mir unklug. Wir würden wohl kaum ständig angegriffen werden. Schade, ich dachte, ich dürfte verkaufen. Aber hätte ich vermutlich noch was anderes klicken müssen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier aufs Verschmieden. Denn den ganzen Mist brauchen wir nicht. Dann können wir aber gleichzeitig nochmal gucken, ob es eine, ja, eine Armbrust, eine Axt brauchen wir auch nicht, ein Dolch auch nicht. Eine Pflege, gibt es eine Pflege für unsere Stufe? Nein, gibt es nicht. Wir alles nicht komplett unnötig, dass das alles auf ist. Das behindert uns mehr, als es uns hilft. Ja,
Schade, ich kann leider nichts craften. Aber wir wollen uns im Inventar ein bisschen mehr. Ein bisschen leerer. Hier gibt es leider auch nichts Neues. Schade. Naja, dann gehen wir jetzt mal zum Skelettkönig und kloppen den zusammen. Vielleicht schaffen wir das auch erst in der nächsten Folge. Das ist eher die Frage, so mit der zeitlichen Komponente. Denn ich bin jetzt langsam. Weil das Gebiet wird jetzt langsam schwerer, aber ich habe noch nicht gute Ausrüstung. Nicht. Deswegen dauert das etwas länger immer. Besonders das Problem ist eher nicht die Ausrüstung, sondern mein Level. So. Hier sehen wir nochmal. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. So, da sieht man nochmal, wie er abgestochen wurde, aber sonst ist eigentlich nichts Besonderes bei. Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen. Ja, ja. Ich wage es auch einfach weiter zu rennen, wenn mich das nicht interessiert. Wenn ich ein super Kämpfer bin. Ich ignoriere dich einfach. Was siehst du daran? So, Leroks Tagebuch Teil 1. Ich höre das mich gleich rein und müde mich. Ich bin soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Komm, da hört man schon, dass Lazarus hier einen schon hingeschickt hat. Nee. Fertig. Was ist fertig? So, öffnen wir mal das Tor. Und bevor ich da jetzt reingehe, beende ich die Folge, denn es tut mir leid, es würde zeitlich einfach nicht mehr gut hinkommen. Deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und falls ihr irgendwelche Anmerkungen oder sonst was habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Falls ihr mich unterstützen wollt, liked einfach dieses Video, das würde mich sehr freuen. Abonniert diesen Kanal, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ja, man sieht sich dann in der nächsten Folge oder bei einem anderen Projekt. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.